Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem Shopping-Video, denn wir sind hier in meinem Lieblingsshop, definitiv jetzt im Legoland, nämlich im Minifiguren-Shop. Rita hat mir gesagt, ich darf heute nur die Preise verkünden. Eine Minifigur kostet dort 1,99 Euro, 6 Minifiguren 10 Euro, also das ist schon ein ganz schöner Deal. Und wenn ihr euch einen Torso bedrucken lassen wollt, müsst ihr 2 Euro berappen. Genau, außer ihr habt das Gutscheinheft, dann ist glaube ich eine Personalisierung dabei. Auf jeden Fall letztes Jahr war es so. Und auch ein Gutschein für 20% auf einen gesamten Einkauf, was wir euch sehr raten würden, dass ihr den dort einlöst, wenn ihr ein paar mehr Minifiguren haben wollt. So wie wir. Genau, also ihr seht es hier wieder. Für die Minifiguren ist wichtig zum Sagen, ihr müsst die Minifiguren zusammenbauen. Das ist hier auch wieder explizit erwähnt worden. Ihr könnt nicht einfach nur die Einzelteile nehmen, sondern die Figur muss vollständig zusammengebaut sein. Das Accessoire kann daneben liegen. Das ist nicht so schlimm, aber ansonsten wirklich schauen, dass sie vollständig ist. Wir haben hier verschiedene Köpfe, Männerköpfe, Frauenköpfe, Kinderköpfe, alles Mögliche haben wir hier. Und es sind auch ein paar neue wieder dabei, was auch bei dieser Menge an Köpfen definitiv sehenswert ist. Manche sind Hier der weiße Torso, den ihr euch bedrucken lassen könnt, genau. Kurz zur Info. Und ein Ritteroberteil. Genau. Mit Sonnenbrille wollte ich noch sagen, genau. Es sind hier einige Oberteile, wie auch das zum Beispiel hier, dieses blau-rosane, ein Halloween-Oberteil, das neu ist. Übrigens, falls euch das hier zu schnell geht, was ich verstehe, aber auch hier hatten wir natürlich wieder die Sache, dass wir nicht unendlich lang hier filmen können. Wir werden noch ein Haul-Video machen, wo ich alle wichtigen neuen Teile, denn ich habe mich vor allem auf die, die mir neu waren, die Teile beschränkt und die habe ich mitgenommen und die werde ich euch dann im Haul natürlich ganz Close-up quasi dann zeigen, damit ihr die schön sehen könnt. Zweifärbige Hosen waren sehr interessant. Sehr viele kleine Hosen, also für Kinder, waren wieder dabei in sehr vielen verschiedenen Farben. Das war sehr interessant. Auch diese kurzen Hosen, also quasi für Kinder, die aber beweglich sind, hat es auch gegeben in Blau, soweit ich mich erinnere. Und eben auch sehr viele tolle Torsos. Also die Auswahl hier ist wirklich, wirklich extrem super. Und ich finde es gut, dass man sich quasi hier in diesem Shop nur auf die Minifiguren beschränkt und nicht abgelenkt wird von irgendetwas anderem. Ihr seht Ärzteoberteile. Was haben wir dann noch? Genau, Köche haben wir hier noch. Dann haben wir diese Oberteile mit der Banane, glaube ich, als T-Shirt war das. Der Surfer zum Beispiel. Hier so eher so Frauenoberteile, vielleicht in rosa gehalten. Das ist eine Sportlerin gewesen, genau. Vielleicht eine Radfahrerin zum Beispiel. Dann haben wir genau Vita Rush Oberteile haben wir auch, die haben wir uns eher gespart, denn die haben wir schon recht oft. Auch Teile von letzten Jahr, also die wir vom letzten Jahr auch schon kennen. Hier vielleicht so piratenmäßig eher die Oberteile. Auch wieder Frauentops auch von letzten Jahr, die wir kennen. Aber es sind einige neue eben auch dabei und da haben wir uns sehr, sehr gefreut. Also es macht definitiv Sinn, dass man da ganz genau hinschaut. Hier ein Oberteil mit Krawatte. Ein Lego-Mitarbeiter zum Beispiel, auch wieder diese Frauentops und, das wird ja wirklich schnell, genau diese gestreiften Oberteile und auch die sind sehr interessant, das ist quasi wie so ein Party-Oberteil hier unten gewesen, wo man, quasi ein Hemd, das bedruckt war im Party-Style. Was wichtig ist, was viele nicht wissen, zu einer normalen Figur, natürlich mit Kopf, Torso, Beinen und Frisur oder Hut oder sonstigem, darf man sich auch noch ein Accessoire nehmen. Das ist ganz wichtig, denn hier steht extra noch ein Preis drauf, aber natürlich, wenn Sie es mit der Minifigur kauft, ist das quasi gratis im Set dabei. Viele Schwerter, Waffen, sonstiges, da haben wir uns eher zurückgehalten, außer bei den, Bei den Schilden. Die haben Christoph sehr gut gefallen, denn wir haben ja vor, irgendwann mal ein Ritterlayout zu machen, also da macht das definitiv Sinn. Was ich auch noch sehr cool gefunden habe, wie gesagt, hier eher mit diesen Dynamitstangen und so, das haben wir uns eher zurückgehalten, aber es gibt auch Fotoapparate, es gibt wieder Gitarren, Saxophone seht ihr, Gitarren in den verschiedensten Farben, also diese E-Gitarren, Äxte, genau. Dann haben wir hier diese normalen Gitarren in Weiß und in Braun. Und natürlich, wenn ihr einen Polizisten habt oder sonstiges,
natürlich auch zum Verhaften, die Handschellen. Ihr habt auch diesen Stock gesehen, es hat mich gerade an Jafars Stöckchen erinnert, das ist jetzt aber der Stock von Ariels Vater gewesen. Genau. Und was ihr hier seht, da sind wir eben schon wieder nicht bei den Accessoires, sondern bei den Frisuren bzw. Helmen. Auch hier eine riesengroße Auswahl. Da nimmt man sich einfach, was einem gefällt. Was wir dieses Mal wieder gemacht haben, ist, dass wir geschaut haben, dass wir eher mehr Frauenfrisuren nehmen, einfach weil die definitiv seltener sind, auf jeden Fall bei uns in der Sammlung. Es gibt auch Ritterhelme. Genau, da haben wir uns auch ein paar mitgenommen. Aber wie gesagt, die Frauenfiguren auch, ja, aber die Frauenfrisuren, die fehlen uns meistens. Und speziell die mit den langen Haaren, die sind halt schon echt teuer, wenn man sich die kaufen möchte. Hier übrigens solche Radios und eben die Fotokameras in Schwarz und in Grün. Und dadurch, dass die Frauenfrisuren, diese langhaarigen, sehr teuer sind, haben wir geschaut, dass wir da eher diese Frisur nehmen, auch die in Dark Tan, diese Männerfrisur hat mich, die Oberbeine war, hat mich sehr interessiert, denn die ist auch auf jeden Fall in unserer Sammlung sehr, sehr selten. Und da macht es auch nichts, wenn man manchmal einen Mann mit Bart hat oder mit einem Schnauzer und der hat dann eine wundervolle Haarpracht. Ich glaube, das ist perfekt zum Zusammenmischen, also da hat man ja wirklich alle Möglichkeiten. Genau. Wenn euch das ein bisschen zu schnell geht, es tut mir sehr leid, das Geschäft ist sehr klein, es waren einige Leute drin, wir haben auch eine Zuschauerin gesehen, Grüße gehen raus an dich, ja. Sehr nett sehr gesprochen lieb, ja. Miteinander. Es war natürlich so, dass ich hier nicht 2 Stunden lang filmen wollte, weil auch andere Leute natürlich Figuren aussuchen wollten. Entweder drückt ihr auf Stopp oder schaut euch das Video etwas langsamer an, aber ich denke, ihr bekommt einen ganz guten Überblick über das, was es hier gibt. Ja. Und Rita hat natürlich auch sehr viele Figuren gekauft und ich denke, in ein paar Tagen kommt auch ein Haul-Video, genau. Da werden wir alle dann auch herzeigen. Und eine Empfehlung für mich an die, die mit Kindern hier hinkommen, definitiv unterstützt eure Kinder beim Zusammenbauen der Minifiguren. Denn wir haben auch hier wieder die Erfahrung gemacht, es sind einige mit Kindern hier unterwegs gewesen und ich bin schon überfordert mit dieser Auswahl, aber Kinder noch mehr und die sehen ja auch die Hälfte nicht. Deswegen definitiv ihnen dabei helfen, vielleicht die einzelnen Teile zeigen, damit man da auch wirklich die perfekte Minifigur für die Kleinen zusammenbauen. Die Auswahl ist einfach so unglaublich groß, dass man hier schnell mal den Überblick verliert. Ihr seht es, teilweise ist das Licht auch ein wenig schlechter. Da sieht man gar nicht genau, was hier überhaupt drinnen ist. Zu guter Letzt wollen wir euch noch sagen, dass wir auch jetzt die ganze Saison 2022 im Legoland vor Ort sein werden. Als Minifiguren. Und zwar, da gibt es nämlich eine Charity-Aktion, wo man von diesen Everything is Awesome Set sich 2 Figuren auswählen, also eine Figur auswählen kann für 4 Euro und dann steht man mitten im Legoland. Und nicht nur das, man bekommt auch so eine super Plakette, die graviert ist mit dem Platz. Und ja, dann kann man sich jedes Mal ansehen oder ihr uns. Also hier seht ihr unsere Koordinaten, wo wir zu finden sind und freuen uns dann natürlich auf euren Besuch. Genau, also bis bald im Legoland. Danke fürs Einschalten und tschüss.